Gut, da wären wir wieder. Willkommen zu einem neuen magischen Part. The Night of the Rabbits. Das Spiel haben wir hier. Ich weiß nicht, inwiefern der Marquis uns da jetzt helfen kann. Wir müssen jetzt noch diesen Brief verschicken. Das ist jetzt hier die Sache. Okay. Ja, einen Briefumschlag kann man noch nicht. Das ist das Giftige hier. Nochmal wegen den Vorbereitungen. Nochmal wegen meinen Vorbereitungen fürs Wipfelfest. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Ja, der Waldzwerg ist wieder gesund. Der Waldzwerg ist wieder gesund. Gute Arbeit. Jetzt musst du nur noch die Einladungen für das Wipfelfest. Ach was. Okay. Was muss ich jetzt nochmal genau tun? Grün, Schnabel. Vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Ja, das ist mir klar. Am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin. Die kann mir doch gerade nicht weiterhelfen. Und du die Briefmarke. Das wirst du herausfinden, wenn du sie auf einem Umschlag aufbringst. Aber klebe sie nur auf den Umschlag mit einer Einladung dazu. Verschicke Einladungen an alle Mausweine. Denn wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, ist Wipfelfest. Na dann, haben wir heute vielleicht schon Wipfelfest. Na dann. Ich glaube, jetzt weiß ich genug. Wir versuchen es einfach mal. Ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg. Ich glaube, wir wagen uns mal an die Arbeit. Tja, ja, ein Briefumschlag wäre das Wichtigste, wo ich halt was... Tanzende Maus sieht aus wie ein Post. Das könnte ja ein Soldat sein, aber gut, die Anja. Die kann mir ja wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Jo. Oh, ein Briefumschlag. Darf ich den mal? Ich darf den. Okay. Sag nicht. Na klar, funktioniert das. Jetzt steckt die Einladung im Umschlag. Okay, jetzt haben wir einen Umschlag für die Einladung. Okay, Briefmarke drauf. Der Marquis sagt, ich darf sie nur auf einen verschlossenen Umschlag kleben, in dem die Einladung steht. Ja, ja. Der Umschlag klebt nicht mehr. Dann hier mit dem Sticker. Nein, den behalte ich. Schade. Die alte Einladung. Okay, den Umschlag zu machen. Ja, hier vielleicht. Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Tja, Die alte Einladung steckt sicher im Umschlag. Jetzt musst du ihn noch zu machen. Nicht mehr. Ich kriege ihn nicht zu. Kleber drauf von der Schnecke. Ach du Schande. Die Schnecke hat den Brief gut verklebt. Ich glaube, ich lasse sie jetzt besser hier gegen sie. Tschüss, schillernde Schnecke. Okay, die Schnecke haben wir ziehen lassen und jetzt haben wir mit Schneckenschnellen zu Briefumschlag. Jetzt noch den. Ja. Die Briefmarke drauf und zack. Briefmarke hat den Umschlag verdoppelt und verdreifacht. Die passen kaum noch in meinen Rucksack. Na, großartig. Ein Riesenstapel Einladung. Okay, jetzt müssen wir sie nur noch verschicken. Ja. Zum Postfrosch müssen wir. Ich nehme mir mal ein bisschen Kaffee mit. Vielleicht kann der Kaffee der. Frosch und diesen Kaffee vortragen. Ja, reden ist auch heute nicht meine Stärke. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Vielleicht mag der Postfrosch Kaffee. Vielleicht ermutigt das ihn wieder loszufahren oder so. Okay, jetzt sind wir bei den Zwergen. Vor der Hütte. So kommen wir doch jetzt zum, am schnellsten zum Postfrosch, oder? Oder irre ich mich da?
So. Ich habe mal einen Kaffee für den Postfrosch. Für Plato. Na komm. Kaffee hilft da nicht. Okay. Was? Post? Einmal Anjas brühend heißer Kaffee. Als ob das. Och, willst du den wirklich weggießen? Anjas Kaffee ist weltberühmt. Und so lecker. Kaffee wegschütten, das ist doch. Vielleicht können wir damit dein so ein Verbrechen. Ach so? Na dann. Das tut man nicht. Als ob. Natürlich hat das geklappt. Siehst du, Plato? Danke, dein Fahrrad ist jetzt da ist. Kann ich mich endlich wieder in den Sattel schwingen und die Post ausliefern? Ich habe gehört, du möchtest Einladungen verschicken. Ja, unbedingt. Ich soll Einladungen zum Wittelfest verschicken an alle Einwohner von Mauswald. Ja, das sind ganz schön viele Einladungen. Aber Freunde helfen einander. Und du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Ich warte hier auf dich. Bring mir deine Einladungen und ich werde sie für dich verteilen. Danke, Plato. Aha. Nein, okay. Ich danke dir. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Fremder anderen hilft. Du bist ein echter... Leider ist das nicht mehr selbstverständlich. Okay, wir hätten da Einladungen. Verteile sie mal, Plato. Kannst du das für mich ausliefern? Das sind ganz schön viele Einladungen. Kann er natürlich aber nicht. Freunde helfen einander. Und du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Ach so, doch, kann er. Dann fahre ich mal besser los. Es gibt viel zu tun. Ein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Und viele Hüpfer zusammen können dich überall hinbringen. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Dein Fahrrad? Klar, wenn du schneller durch Mauswald und Umgebung reisen willst, dann ruf mich einfach. Dann nehme ich dich auf meinem Postrad mit. Benutze einfach diesen Knackfrosch mit einem der goldenen Posthörner, die überall im Mauswald stehen. Aha. Wenn du mal in Eile bist, lass er seinen legendären Klang ertönen. Dann komme ich mit meinem treuen Rad angeflogen und bringe dich, wohin du willst. Angeflogen? Angeradelt, meine ich. Also, wow, danke. Der bringt jetzt das nicht die Post nicht weg, früh. Oder was? Also, erzähl's nicht rum. Und wo haben wir es jetzt geschafft? Jetzt? Wohey! Oh, okay. Hallo, Jerry. Na, wohin soll es gehen? Wir sind hier, Maus bei der Radiostation. Im Wiesentüppel Sumpf. Brücke über den Kaltwasserbach. Mit meinen Zwergen. Wurzelfelder. Rückseite des Zwergenhauses. Kalter Baum. Auendorf und Postamt. Eulenmauer. Mauswaldstadtmitte, ja, da möchten wir hin. Was war denn das mit dem kalten Baum? Da kann ich dich leider nicht hinbringen. Was? Also kann ich doch nicht überall hin. Auf geht's! Halt dich fest, Jerry! Okay, da können wir hin. Ach so, ja. Gut. Da wollten wir eigentlich gar nicht hin. Gut, hier geht's dann noch ins Stadtzentrum. Jetzt müssen wir zu Fuß dorthin. Ja, toll. Jetzt haben wir doch eigentlich alles erledigt. Jetzt müsste es doch klappen, oder? Es müsste doch funktionieren, dass wir das... Jetzt können wir zum Markt hier und jetzt haben wir doch alle Vorbereitungen getroffen. Dann heißt das Wipfelfest. Wipfelfest, let's go. So, Marquis, ich habe alles vorbereitet. Können wir das Fest starten? Ja, wir haben den Blausaft, wir haben die Küchlein verabredet und die Briefe haben wir auch verteilt.
kann Tja, losgehen. Du hast die Einladungen verschickt und Blausaft bestellt. Jo. Dabei hast du einen Zwerg geheilt, die kleine jo. Ursula gerettet und vieles andere. Allerdings. Du entwickelst dich für wahr zu einem echten Baumläufer. Nun werden wir mit dem magischen Teil deiner Ausbildung beginnen. Und dann ich freue mich. Das Wipfelfeld. Wir freuen uns auf Blausaft. Also beeile dich mit der Ausbildung, du Grünschnabel. Seit ich denken kann, ist das Wipfelfest eine Festivität, die wir einmal im Jahr ausrichten. Und ach, noch nicht jetzt, das Wipfelfest ist noch nicht jetzt, sondern... Und Magie ist da gar nicht im Spiel. Ach nein? Auf Gott. Vorwärts, junger Haselnuss. Also erstmal meine Ausbildung absolvieren. Was? Errungenschaftsrechtsstadt, Eventmanager. Die Halle der Schön. Ein lebender Ort, aus Magie geschaffen. Die Halle der Schüler. Versteckt zwischen zwei Augenblicken. Aber soll das hier so kalt sein? Ich spüre es auch. Es scheint, als sei seit viel zu langer Zeit niemand hier gewesen. Und schon in Mauswald erinnerte sich kaum jemand an uns. Nur die Alten. Wie lange waren sie nicht mehr hier? Lange. Zu lange, wie es scheint. Es ist an uns, die Tradition am Leben zu erhalten. Die Halle der Schüler ist ein Ort des Übergangs. Hier wird heute deine Ausbildung beginnen. Und hier wird sie enden. Großartig. Es geschieht im Schutz des ersten Baumes. Der erste Baum? Ist das der hier? Dies ist nur eine Statue. Der erste Baum ist der älteste Baum dieser Region. Er wacht über den Wald, über die Portalbäume. Er hält diese Welt zusammen. Bäume wie er sind so alt, dass sie schon in anderen Sphären existieren. Ihre Wurzeln reichen bis in Träume. Bis in die Fantasie. Und wo ist der erste Baum? In deinen Träumen hast du ihn vielleicht schon besucht. Doch die Lichtung, auf der er steht, ist verborgen. Die Wege, die dorthin führen, versteckt. Wie dieser Raum. Wenn deine Ausbildung vorüber ist, werde ich dich auf die Lichtung führen. So will es die Tradition. Doch zunächst musst du deine Ausbildung erst absolvieren. Und dazu... Dazu bin ich bereit. Dazu müssen wir dieses Ding in Gang bringen. Der erste Baum. Okay, ich frage mich gerade, welcher Wieso von denen... das alles? Ich frage mich, welcher von denen hier... Letztes Mal war sie doch noch in Ordnung. ...mein lieber Marquis ist, also wer hier der Hase ist. Das hier scheint so ein bisschen ein Hase zu sein. Hier ist Gemälde. Ist das der... Der war ja auch irgendwann mal Schüler. Muss auch mal irgendwann mal... Irgendwie gruselig, wie die einen anstarren. Wer die wohl alles sind? Das frage ich mich. Stehle. Aber das heißt ja... Oh je. Metallfassung. Helme Kreisbahn. Das gehört bestimmt zu dieser Maschine. Müssen wir jetzt ein bisschen puzzeln. Keine Ahnung, was das ist. Aber es gibt zwei davon. Okay, jetzt haben wir die Teile und puzzeln das zusammen. Mamas neuer Föhn. Ja, ja, sehr lustig. Aber ich muss das jetzt zum Laufen bringen. Also, stör mich nicht, okay? Alles klar. Ich würde dir gern helfen. Wieso klemmt das alles? Da steckt eine Kugel in dem Glasrohr fest. Letztes Mal war sie doch noch in Ordnung. Ja, vielleicht wegen der Kugel. So kriege ich die Kugel nicht frei. Können wir das irgendwie... Irgendetwas stimmt doch nicht. Jetzt wird repariert. Passt. Gar nicht mal schlecht. Aber das Ding läuft immer noch nicht. Ja, ich habe auch noch ein zweites Teil hier drin. Ganz ruhig. Ja. So. Aha. Aber jetzt lass mich mal weitermachen. Tja, ich will doch nur helfen.
Nichts ist unmöglich. Da steckt eine Kugel in dem Glasrohr fest. Tja, wie können wir die Kugel wieder rausbekommen? Vielleicht mit dem... So kriege ich die Kugel nicht frei. Tja. So kriege ich die Kugel nicht frei. Ich dachte, du kannst irgendwie rauslöffeln. Vielleicht bringen die Hagebutten uns mal was. Ich die Kugel nicht frei. Tja. Den letztes Pfeffer. Mal war sie so noch kriege ich die Kugel nicht frei. Tja. So kriege ich die Kugel. So kriegst du die Kugel also nicht frei. Mit dem Stock. So kriege ich. Okay. Muss man nichts abziehen. Stein gegenwerfen. Mal sehen, ob das so leicht ist wie Kleingeld aus Kullis Angeln. Oh. Das funktioniert. Hat geklappt. Leer. Dann müsste es doch jetzt. Vielleicht könnte es jetzt. Das sieht schon besser aus. Aber irgendwas fehlt noch. Vielleicht können wir die Kugel irgendwo dran packen. Oh, großartig. Diese elektromagische Apparatur ist dem zeitlos entkommen. Sie verarbeitet Informationen aus Vergangenheit und Zukunft. Und druckt diese in Bildern auf Karten, Rest aus dem laufenden Portal. Aha. Darf ich sie nehmen? Natürlich. Damit Karten. Sammelkarten. Und das hilft uns jetzt inwiefern, Rettung? Diese 16 Karten können dir schon jetzt viel über deine Ausbildung sagen, wenn du sie zu lesen verstehst. Doch mit diesen Karten ist es wie mit Träumen. Ein jeder kann sie selbst am besten deuten. Okay, dann müssen wir jetzt Karten deuten, oder was? Eine weitere Karte. Was zeigt sie? Oh, eine Jimmy Haselnuss-Karte. Äußerst ungewöhnlich. Was mag das nur zu bedeuten haben? Oha, ein Geist. Huch! Da schwebt wer? Das ist ein... Ein Geist! Ein Geist, Jerry? Ich glaube nicht. Oder hast du deinen Körper nun schon für immer hinter dir gelassen, Magier von Mauswald? Ich kann fühlen, wie nicht weit von hier mein Bein einschläft. Also nein, ich scheine ihm die Treue zu halten. Auch wenn er alt wird und seine Narben zwicken. Sag mir, Magie, wie bist du entkommen? Entkommen, Magier? Ich bringe einen Schüler. Ich freue mich, dich zu sehen und diese Halle der Schüler geschützt zu wissen. Du bringst also einen Schüler. Sag ihm, er soll mich in meinem Haus aufsuchen. Was will der schwebende Mann denn von mir? Er ist der Hüter der Portale. Deine Ausbildung beginnt. Bei ihm? Nimm den Schlüssel, Jerry. Ich dachte bei dir. Sehr schade. Du musst den Magier von Mauswald aufsuchen. Wahrscheinlich wird es nicht einfach werden, ihn zu wecken. Doch bald darauf wirst du deinen ersten Zauber erlernen. Es wird also nicht einfach. Oh, okay. Zurück sind wir. Sie sind zurück. Suche das Schloss zu dem Schlüssel, den der Geist in der Halle der Schüler verlor. Hinter der Tür wirst du einen alten Freund von mir treffen. Auf ich habe schon da so eine Vermutung, wo man den Schlüssel reinstecken kann. Ich habe da schon so eine Idee. Aber können wir uns erstmal die Karten angucken? Das ist doch hier das. Die Karten fände ich ganz interessant. Bonus-Sammlung. War das hier? Quartett.
wir jetzt fast vollständig oder was? Ne, hier fehlen noch ein paar. Starker Wille der Herrscher der Meere. In dunkler Zeit strahlt er hellst. Zwischen Pfade und Rinde leise vibrierend. Weit, weit weg, so kalt, so warm. Okay. Umflossen vom Strom der Zeit fast ein Fels. Sie flüstern leise gewährst du in Gehör. Zwischen Rinde und Rinde sanft schlafend. Zu Hause ist, wo das Herz wohnt. Das klingt mir hier fast wie Zauberformeln. Jedes Wort eine zischende Lüge. Aha, das ist die Haselnusskarte. Einsam zwischen grünen Gräsern. Keine Missverständnisse. Es wächst auch ohne Sonne durch dich. Zwischen Pfaden und Rinden verträumt und ein Rückzugsort. Zerfurcht durch die salzige See. Das ist ja hier dichterisch. Eine sanfte Stille gibt diese Kreatur. Nichts ist, wie es scheint, nicht einmal du. Zwischen Pfahlen und Rinde geduldig wartend. Wurste der Sonne, Heimat der Füchse. Aha, und hier haben wir nochmal ein Blättchen. Eine Blättchenkarte. Weiterspielen will ich. Okay, ich habe schon so eine Idee. Da das Wiffelfest jetzt noch nicht stattfindet, was ich jetzt sehr schade finde, müssen wir erstmal den Magier aufsuchen. Da habe ich schon so eine grobe Vorstellung. Okay, hier nicht. Aber doch jetzt. Ja, hier haben wir doch schon so eine mysteriöse Tür. Die passt auch farblich irgendwie zum Schlüssel. Das ist also. Diese Tür hat bisher noch keinen großen Sinn angegeben. Ist zwar bisher noch nicht so storytechnisch relevant, deshalb versuchen wir es doch mal. Seltsame Tür. Es klappt. In Luft aufgelöst. Was für eine Überraschung. Na dann. Hinein mit uns. Was ist das denn hier für ein Ort? Alles ist so riesig. Oh, da wird einem ja fast schwindelig. Okay, es wird also schwierig sein, ihn zu finden. Anders klar. Okay. Schauen wir mal durch die Münze. Okay. Alles klar. Hier können wir wieder raus. Raus bei der Stadtrand. Gab's nicht noch was hier im Felsen, was wir machen konnten? Ein Thermometer. Lang. Ja, hier im Stein konnten wir noch was machen. Und da draußen. Vielleicht ist das nur der Ausgang. Ja, wahrscheinlich nur der Ausgang. Okay, das Portal und. Oh, auf den Schienen kommen wir noch was. Uns die Schienen können wir noch angucken. Ein riesiger verlassener Bahnhof. Was haben wir hier? Eine Steinstiele. Dieser Stein sieht ja seltsam aus. Es ist eine Bildstele aus der Halle der Schule. Oh, woher kam denn die Stimme? Die kenne ich doch. In der Halle der Schule gibt es jeweils eine Stele für jeden Schüler, der hier ausgebildet wurde. Doch diese hier wurde vor langer Zeit von der Halle ausgespielt. Ich habe sie tief im Wald gefunden und versuche, ihr Geheimnis zu lüften. Die Verbannung durch die Halle ließ das Bild in 32 magische Tautropfen zerspringen,
die sich über ganz Mauswald verteilt haben. Die Tautropfen. Wenn sie sprechen kann, kann die Stele selbst befragen, wie viele Tropfen fehlen. Würde jemand alle 32 Tautropfen sammeln, könnten sie sich zum Bild des ausgestoßenen Schülers verändern. Wow, das klingt spannend. Da habe ich auch schon so eine Vorstellung. So eine Idee, wer der ausgeschlossene Schüler sein könnte. Ein riesiger, verlassener Bahnhof. Okay. Ja, die Tautropfen, die haben wir jetzt noch nicht gesammelt. Die müssen wahrscheinlich irgendwo im Dorf rumliegen. Okay, wir schleichen um die Ecke. Oha. Wo sind wir hier gelandet? Oder ein normales Großwohnzimmer. Andererseits scheine ich Mäusegröße zu haben, ja, seit wir angekommen sind. Wollte ich gerade sagen. Wer hier wohl wohnt? Hier riecht es ein wenig nach alten Socken. Okay. Okay, links im Bild haben wir einiges zu erledigen. So eine Pflanze haben wir zu Hause auch. Schade. Mit den Händen kann ich den Stock nicht bewegen. Der würde sonst bis zur Uhr reichen. Dort hinten schnarcht jemand. Schokolade. Ein riesiger Brocken Schokolade. Yep, mitnehmen. Die Alufolie habe ich auch eingesteckt. Großartig. Gleich mal verspeisen. Ein riesiger Brocken Schokolade. Miam, miam. Tasse mit Milch. Und wollen wir tunken oder was? Ganz lecker. Schokolade eintunken. Ich muss aufpassen, sonst schmilzt mir die Schokolade wieder in der Hand statt im Mund. Sag mal. Ist auch richtig. Alufolie. Silberfolie nützt hier nichts. Daraus können wir uns doch bestimmt einen hübschen Hut basteln. Aus der Alufolie. Wow, ist das hoch? Ja, oder du bist niedrig. So, was hätten wir hier noch? Da können wir nach draußen gehen. Okay. Serviette. Den nehmen wir noch mit. Das nehme ich mit. So, wie können wir jetzt den... Ein Stock bringt hier nichts. Zug gefahren. Aha. Okay, ich lasse mich da mal nicht beirren. Hier gibt es auch einen Schlafplatz für kleine Leute. Ja. Das ist jetzt hier ein bisschen... Vielleicht können wir hier... Gute Idee. Sehr gut. Das hat doch mal geklappt. Jetzt können wir darüber. Die Münze können wir nicht mitnehmen. Den Hängematte auch nicht.